Hallo Eishockey-Freunde, was war das bitte für eine geile Saison 2018-2019? Und Pavel Groß hat es endlich geschafft, die Adler Mannheim sind Meister geworden gegen Red Bull München, haben auch einen Punkterekord aufgestellt in der Hauptrunde und mit 116 Punkten eine super Hauptrunde gespielt und dann auch in den Playoffs einfach perfektes Eishockey gezeigt und somit verdient Meister geworden. Wir hatten aber auch super geile Viertelfinalserien, Ingolstadt gegen Köln oder Düsseldorf gegen Augsburg. Generell Augsburg auch mit einer super geilen Saison, Dritter am Ende geworden. Mike Stewart hat da super Arbeit geleistet. Wir hatten aber auch ein paar negative Überraschungen. Nürnberg und Wolfsburg hätten sich wahrscheinlich mehr erhofft. Auch die Eisbären wären wahrscheinlich weiter oben zufriedener gewesen, aber gut. Und wir haben nicht mehr viel Zeit und die Saison fängt endlich wieder an und da ist es auch wieder Zeit für die Teamchecks für die neue Saison. Viele haben ihre Kaderplanung inzwischen abgeschlossen und dann gucken wir einfach mal drauf, was sich so verändert hat. So, und wir beginnen die Teamcheck-Analyse mit den Schwenninger Wild Wings. Was ist in der letzten Saison passiert? Schwenningen ist auf dem 14. Tabellenplatz gelandet mit einer relativ mageren Punkteausbeute von 49 Punkten. Man konnte nur 10 Spiele nach regulärer Spielzeit gewinnen. Und ich denke, da werden viele Fans ein bisschen enttäuscht gewesen sein. Und wir gucken uns einmal kurz den Kader an, der letztes Jahr für Schwenningen oder letzte Saison gespielt hatte, und sehen auch Maximum an Punkten von Mirko Höfle 29, 26. Das ist halt schon wirklich nicht sehr torgefährlich gewesen, die Spieler. Und die drei besten Scorer, Höflin, Anthony Reck und André Hult, haben auch alle den Verein jetzt verlassen und werden in der nächsten Saison woanders spielen. Höflin geht nach Ingolstadt, Anthony Reck geht zu den Grizzlies Wolfsburg, André Hult geht zurück nach Schweden. Also die drei Topscorer werden auf jeden Fall auch schon mal dann definitiv vermisst werden. Aber viele, viele Neuankömmlinge. Im Prinzip wurde fast das komplette Team ausgetauscht. Es gibt einzelne Spieler, die natürlich geblieben sind. Und wir haben auf der Goalie-Position natürlich einen sehr starken Torhüter, Dustin Strahlmeier. Und dann gucken wir uns trotzdem auch mal ein paar neue Spieler an. Ganz interessante Namen dazu gekommen. Patrick Canoni aus Ingolstadt, da gucken wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Jamie McQueen ist nach Schwenningen gekommen. Und Dylan Yeo, also schon ein paar gute Spieler auf jeden Fall rübergeholt. Gucken wir mal kurz auf Canoni, den kennt man schon. Hat letztes Jahr in Ingolstadt gespielt, eine sehr solide Saison, 8 Tore, 30 Vorlagen. Und kann auf jeden Fall in Schwenningen auch gut was bewirken. So, gucken wir nochmal. Ein schwedischer Spieler, Andreas Turesson, hat Erfahrung in der schwedischen Liga, hat in der Schweizer Liga gespielt, in der russischen Liga. Und 10 Tore zuletzt in der schwedischen Liga, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung, wird auch eine gute Verstärkung sein. Gucken wir auf den nächsten Spieler, Mark Fraser. Wir haben hier einen Verteidiger, der ziemlich groß und kräftig ist und über NHL-Erfahrung verfügt. Also auf jeden Fall eine deutliche Verstärkung. So, und gucken wir nochmal. Jamie McQueen ist zwar bekannt in der Liga, aber auf jeden Fall ein super Transfer für Schwenningen. Hatte 2 Saisons in der DEL über 20 Tore. In der zweiten Liga fast 40 Tore einmal erreicht. Also auf jeden Fall Top-Verpflichtung. So, wir gucken einmal auf die Vorbereitungsspiele. Am 11.8. geht es endlich los mit den ersten Vorbereitungsspielen. Bietigheim gegen Schwenningen, dann die Wild Wings gegen HC Davos, dann Düsseldorf oder HC Thurgau, das entscheidet sich noch, EV Zug gegen Schwenningen, Wild Wings gegen Rapperswil, Jona Lakers und Zürich Lions gegen die Wild Wings und die Wild Wings gegen Carltown Ravens. So, und am 13.9. geht dann auch die Eishockey-Saison endlich wieder los. Erster Spieltag geht es gegen Ingolstadt. So, ich denke, Schwenningen kann mit dem neuen Kader definitiv die Top 10 diesmal erreichen. Also ich traue ihnen dieses Jahr auf jeden Fall etwas mehr zu. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Und ja, lasst mich wissen, wo Schwenningen eurer Meinung nach abschneidet Ende des Jahres.